Jawohl, sechs Ärger nicht. Wenn Sie Freddy sehen, müssen Sie natürlich mich auch nicht dementsprechend mit da reinziehen. Ja. Ich kann es euch sagen. Es ist schön, bei euch zu sein. Andreas, was ist los? Viel auf dein Geschäft. Läuft gut. Also er hat sich schon selber eine CD gekauft, vor lauter Frust. Unglaublich. Ja, wir sind heute hier, um natürlich... Was ist denn das da? Ist das Puzzle? Puzzle, oder was ist das? Puzzle? Ja. Puzzle, Fantasy-Puzzle. Ja, man kann uns beiden auch zur Hälfte zusammenbasteln. Guck mal. Wissen Sie, wofür das ist? Freddy, komm mal her. Endlich kommt das zur Vernunft. Sieht gleich besser aus. Wenn es Winter ist, macht man es so, halt fest, Freddy. Und dann macht man so und als einfach... einfach nur ziehen. Nein, wir sind hier natürlich, um unser neues Album zu promoten, wie er schön sagt. Das Ganze wurde produziert von Onkel Dieter Bohlen, für alle Damen und Herren, die ihn vielleicht noch nicht kennen. Und wir waren jetzt so viele Tage unterwegs, in Rundfunksendern, bei Presseleuten. Und immer die Frage, wie war es denn so im Studio mit Dieter? Und Freddy hat so schön Dieter studiert. Wenn man fragen würde, Dieter, wie war es mit Fantasy im Studio? Ja, es war einfach mega und so. Ja, die beiden waren total vorbereitet. Also ich drücke einfach die Daumen und ja, gucken wir mal, was passiert so. Ja. War mega geil, du. Bis auf jeden Fall weiter. Danke, also ich bin im Recall und ich glaube auch der nächste Titel, Blinder Passagier.